Und wieder ein Leistungssand. Sehr schön. So, die nächsten können wir ein bisschen bekämpfen hier. Aber es gibt sehr wenig EPs für ihn. Da haben wir noch was Neues, Rundblatt. Knirscher! Jawoll. Den gibt es nämlich noch 202 EPs, das ist schon mal nicht schlecht. Und da ist runter ein anderfarbiges Wurmi. Komm, wir beißen jetzt mal kurz ein Stück. Ja. Wohin des Weges? Nicht abhauen. Auch gefangen werden, ganz klar. Oder auch nicht. Warum rennst du immer weg? Geh. Hallo. Ich will nicht dich. Bleibst du drin? Jawohl. Bei Tageslicht gefangen. So, hier werde ich mich locker verlaufen. Okay, da ist noch ein großes Pokémon. Einen brauche ich jetzt noch. Das ist keiner. Da geht es über eine Brücke. Schutzblume. Ist auch über eine Brücke. Komm her. Wenn du dich mir so aufzwingst. Mach mal erstmal nur Blut. Dann werde ich hier nämlich fangen. Aber stehen hoch. Einsatz von Glut gesehen, jetzt erst 10. Okay. Hab ich nicht oft eingesetzt. Da hinten ist ein Parasek. Ach. Der kommt her. Natürlich werfen wir. Bleib drin.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall ein bisschen mal heilen. Ah, von dem Zeug habe ich schon 3 Stück jetzt. Sehr gut. Da haben wir nochmal einen Pilz. Zur Not werden das alles Items, die man noch verkaufen kann. Noch ein Zellpilz. Untersuchen. Hier hat jemand einen Lagerfall gemacht. Wow. Das hätte ich jetzt ohne diese analytische Feststellung nicht festgestellt. Brauchen wir Vitalknospien. Und dann nochmal die Knospis wieder aufgetaucht sind. Der auf jeden Fall. Machen wir den mal einmal platt. Ich will mal gucken, wie viel EPs der gibt. Nur Level 18. Das heißt, da gab schon ordentliche PS eigentlich und es gab wieder einen Leistungsstand dazu. Ja, ich wollte noch eins hoch. Sorry. Sorry, du Model. Hinten hüpft ja eins rum. Da hinten auch wieder. Ohne dass es mich sieht. Kann ich den von hinten erwischen? Sieht so aus. Okay, gefangen 4 von 6. Also gelb hier. Da sind noch Paras. Sie sind auf jeden Fall mehr aggressive Pokémon als in der anderen Landschaft. Also im Obsidian-Grasland. Das muss man ja mal sagen. So, was haben wir denn noch für Missionen hier in der Nähe? Kinosus. Waren das jetzt Kinosus, die ich gefangen habe? Was für eine flippige Musik. Wo ist denn dieses Ding? Hätte er das noch gar nicht mit rein? Ah ne, das ist nur Knospi. Das ist gar nicht Kinose. Okay. Ich mach mir die Mühe und fang die Dinger alle. Was haben wir denn sonst noch? Bei Nacht. Doppelrettich gibt's dann, okay.
Das rote Irrlicht, Nachfrage nach neuer Ware, Suche nach bitteren Blättern. Bis man immer was hat. Also ich laufe mal hier auf jeden Fall rüber. Moin, Amarok. So, hier auf jeden Fall vorsichtig rüber, weil ich kenne mich, dann lande ich im Fluss. Dann war es das. Oh, der ist schon Level 20. Gerne, weil die entweder also eine Weiterentwicklung ist und mehr EPs gibt. Ah, ich lieber Flammenrad. Ja, Garados habe ich auch eben erst gefangen. So, Luxra müsstest du auch noch kennen, Amarok. Das ist, glaube ich, dritte oder vierte Generation. Staravia. Rheinstein in Shiny. Pantimimi. Ich hoffe, der wird irgendwann mal zu Pantimos. Aber ich hoffe, wie gesagt, eher auf den Simsala. Wobei, dem reicht aber gut, oder? Ja, wenn man überlegt, da kommt jetzt schon die neunte Generation raus. Also glaub mir, ich krieg auch nicht alle zusammen. Also die ersten 151 ist klar, dann die nächsten 200 eventuell. Dann die darauffolgenden schon sehr löchrig. Und danach ist ein Schweizer Käse gegen mein Wissen. Also so, wie bekannt ist natürlich. Ja. Wir sind jetzt bei, lass mich nicht lügen, 970 Pokémon ungefähr. Jetzt kommen wieder 100 neue dazu. Oder mehr. Das ist schon nicht ohne. Also nicht vergiftet. Okay. Okay, Kleinstein ist möglich mit der Entwicklung. Sehr schön. Ich will nur gerade mal meinen Iglava wieder ein bisschen vollpumpen. Und wir können uns so langsam darauf einstellen, alle Tränke auf Supertränke hochzumachen. Weil die normalen lohnen sich ja so gut wie gar nicht mehr.